keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Ask MMOzone, unserem Format, in dem wir eure Fragen beantworten und wir sind fast vollzählig. Der gute Chintau ist dabei. Jo, hi. Und auch Xelsia. Hallo. Und Grimbark, ja, wie man nicht sehen, aber hören kann, nicht. Der ist hoffentlich nächste Woche mal wieder dabei. Er ist auf dem Festival die Woche. Ja, Drückeberger. Ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal zügig mit der ersten Frage an. Hallo liebes MMOzone-Team, freue mich jeden Tag auf neue Videos, gute Arbeit, danke dafür. Nun zu meiner Frage, habe durch WoW einige meiner besten Freunde verloren, natürlich auch neue durch das Spiel gewonnen. Jedoch bleibt der Verlust. Gab es auch schlimme Erlebnisse, die ihr durch WoW erfahren musstet, die tiefer gehen als nur mal kein Loot zu bekommen? Muss nichts Detailliertes sein. Habt da mal was Schlimmes in WoW erfahren, außer dass euch Loot weggewürfelt wurde? Erfahren, was Schlimmes, so. Da muss ich echt überlegen, eigentlich. Nee, jetzt so auf die Schnelle, auf Anhieb. Ja, irgendwas ganz Schlimmes passiert. Nee, also ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, sorry, ne? Schön. Keine Ahnung, ob man das als schlimm bezeichnen möchte, aber. Erzähl ruhig. Bei uns war halt jemand mal eine längere Zeit nicht da, weil er dann irgendwie weg musste wegen der Arbeit nach Frankreich und so. Und dann kam irgendwie jemand bei uns ins Forum nach irgendwie 2-3 Monaten oder so und schrieb so, ja, hier, ihr wisst ja, er ist gern Motorrad gefahren und so. Er ist bei einem Motorradunfall gestorben. Das ist schon schlimm. Ja, ist auch schlimm, aber das Kuriose an der Sache ist, dass er irgendwie einen Monat später aufs TS kam und meinte so, ich habe gehört, ich bin tot. Oh, okay. So. Und unerwartete Wendung. Ja, die ganze Sache hatte überhaupt nicht gestimmt und ich habe keine Ahnung, warum Menschen auf die Idee kommen, ja, zu uns ins Gildenforum zu kommen und zu sagen, so, ja, hier, der ist gestorben. So, weil eigentlich schon eine krasse Sache ist, so, wenn jemand stirbt und so, und das hat mich schon ein bisschen mitgenommen, so, weil es war auch ein Priester, so, mit dem hatte ich halt ein bisschen mehr Kontakt dann auch. Ja, und dann kommt einfach einer und sagt, der ist tot, so, und dann machst du dir halt schon Gedanken und denkst so, ja, scheiße und krass und übel, und einen Monat später kommt er aufs TS und sagt hier, nee, keine Sorge, ich lebe noch. So, muss ja jemand gewesen sein, der wusste, ja, vor allem, dass er nicht da war. Er wusste ja auch über ihn Bescheid, weil er das mit dem Motorradfahren, ja, stimmte und lauter so Zeug, was er erzählt hat, war ja wahr. Also das hat ja wirklich gestimmt. Und ja, auf jeden Fall fand ich das ziemlich. Also das halt, sowas ist halt ein. Bleibt halt schon im Gedächtnis dann. Ja. Nee, ich habe auch im Vorfeld ein bisschen nachgedacht, überlegt, aber. So wirklich was eingefallen. Klar, es war hier und da mal irgendwie, dass man eigentlich eine Gilde hatte, mit der man sehr gut auskam und dann hat man sich zerstritten und da ist es in die Brüche gegangen, aber die meisten, die ich im Spiel kennengelernt habe, würde ich auch nur als Bekannter einstufen. Also Freund ist halt für mich schon, ne, mehr. Aber so wirklich was Schlimmes, keine Ahnung, auch sowas wie du jetzt hier erzählt hast, wenn er jetzt wirklich gestorben wäre, wäre das richtig krass eigentlich gewesen, aber so war es halt nur irgendwie ziemlicher Assi-Move von irgendjemandem, das zu verbreiten. Ja, einfach, keine Ahnung, total bescheuert, so auch für mich halt völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, ja, wieso man sowas macht. Und ja, ansonsten, keine Ahnung. Kann man aber schon als schlimmes Erlebnis abbuchen, finde ich, weil Wie du sagst, du warst halt schon betroffen von, ja, klar, der also ursprünglichen Aussage, auch genau, wenn sie nicht stimmte. Genau. Und dann, also dann kommt aufs TS und meint so, ja, ich hab gehört, ich bin tot. Hey, aber das war vor meiner Zeit, oder? Ja, nee, das war. Ja, nee. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Okay. Wir waren ja zusammen in der Gilde und ich überlege gerade. Ja, eigentlich schon. Weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung. Ein Priester, habe ich gehört. Ja. Genau, ein Priester. Der in Frankreich arbeiten musste.
Nee, wie gesagt, also, dass man halt manchmal irgendwie so Kontakt verloren hat mit Leuten, denen man echt gern gespielt hat, irgendwie sowas halt. Aber ähnliche Geschichten, wie du jetzt erzählt hast, oder dass wirklich irgendwie mal was Schlimmes in Anführungszeichen wirklich passiert ist, was dann, ich sag mal, Auswirkungen aus Real Life oder so hatte, eigentlich, nö, fällt mir eigentlich nichts ein. Aber jetzt gerade durch den Battle.net hat man, also ich habe jetzt beispielsweise noch Kontakt mit Leuten, mit denen ich zu Classic in der Gilde gespielt habe. Ja, ne, aber wenn du damals die Leute schon aus den Augen verloren hast, ja, dann gut, findest du die ja heute nicht mehr wieder, ne? Nein. Also so viele Leute, mit Stelle denen ich... Stelle möchte ich übrigens Blizzard darum bitten, die scheiß Friends-List zu erweitern, ey. 200, was ist denn das, Mann? Das reicht nicht, ich habe viel mehr Freunde. Ja, es sind halt, es sammelt sich halt dadurch, dass es jetzt ja auch mittlerweile so viele Spiele sind, sammeln sich halt echt viele Leute an, so. Ich weiß gar nicht, wo deren Problem ist, da einfach mal 500 oder 1000 draus zu machen, keine Ahnung. 1000. Ja, dann hast du halt erstmal deine Ruhe, weil 1000 Leute auf die Francis kriegen, das musst du erstmal schaffen. Ich bin der Chintaro, ich nehme einfach alle vom Server an. Ja, es ist dann halt. Hab jeden Spieler vom Real. Ja, so ungefähr. Nee, gerade Overwatch so, dann lernst du mal jemanden kennen, der echt gut spielt, und dann packst du ihn auf die Friends-List und dann hast du einen mehr so, mit dem du dann halt mal zusammen zockst ab und zu. Zockst halt auch nicht immer mit ihm zusammen, so dass du, und dann hast du halt das Problem so, ja, lasse ich ihn drauf, kick ihn wieder runter, weil ich den Platz brauche. Halt bescheuert. Bist halt ein Mensch mit zu vielen sozialen Interaktionen schon. Ja. Ja, muss das mal ein bisschen zurückfahren, ne? Ja, eigentlich schon. Alle Runder von alle Runde, alles leer, meine Liste, nur ich. Nee, aber wie gesagt, dann beenden wir mal die erste Frage. Also Chin hatte ein kleineres, schlimmeres Erlebnis, in Anführungszeichen, auch wenn es gut ausgegangen ist, und Xelle und ich eigentlich nicht wirklich. Dann kommen wir nämlich mal zur nächsten Frage. Danke für das ausführliche Beantworten meiner letzten Frage. Nun habe ich jedoch zwei weitere Fragen für AskMMOs. Und denkt ihr, dass in der nächsten Erweiterung nach Legion es wieder so sein wird, dass wir uns aussuchen können, mit welchem Level wir wo questen wollen? Und wie könntet ihr euch die einzelnen Gebiete vorstellen, beispielsweise mit bestimmten Details, wie zum Beispiel die zwei Mogu-Statuen im Tal der ewigen Blüten? Es kann ja nicht alles nach Südsee aussehen, wäre echt langweilig und enttäuschend. Danke für die tollen Videos und macht weiter so. Danke dafür. Kommen wir erstmal zur ersten Frage. Glaubt ihr, die Level-Skalierung, die wir jetzt hatten in Legion, kommt auch in der nächsten Erweiterung zum Einsatz? Also, dass wir uns am Anfang unser Gebiet wieder aussuchen können und die Mobs einfach skalieren in jedem Level? Garantiert. Ich hoffe es, weil es ist das Beste, was Blizzard machen kann. Also, ich glaube es auch. Ich gehe stark davon aus, und ich gehe einfach auch wieder davon aus, dass wir dann ein Visuramar-Endgame-Gebiet haben, wo dann eben erst es auf maximalem Level losgeht. Ja. Also, oder was wir dann erst mit, je nachdem, ob 5 oder 10 Level, wahrscheinlich 10 Level, was dann erst mit 100, also jetzt 15 oder 120 freigeschaltet wird, ne? Ja, wie Suramar eben. Genau, ne? Aber genau. Ich denke schon, dass die in Anführungszeichen normalen Levelgebiete, wo man einfach halt Story durchspielt und questet, um im Level zu steigen, dass es dort keine Beschränkung mehr vom Level gibt, sondern einfach diese Skalierungstechnologie wieder zum Einsatz kommt. Sie waren ja so begeistert davon, erinnere ich mich noch. Am liebsten hätten die Entwickler ja sofort alles skaliert in der ganzen verkackten Welt. Das war ja irgendwie ihre Aussage. Instanzen, sämtliche alte Gebiete, aber das können sie natürlich nicht machen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber da sie selber so erfreut waren von ihrer eigenen Technologie, gehe ich wirklich, eigentlich sogar wirklich zu 100% davon aus, dass es genauso wieder zum Einsatz kommt. Und nicht vergessen darf man, war es natürlich auch eine enorme Entlastung für den Server, dass die Spieler sich schön auf 4 Gebiete verteilt haben und nicht alle gequetscht irgendwo in einem angefangen haben, weil das hatten wir ja in der Vergangenheit häufig genug, dass es dann eben zu einer Instabilität des Servers kommen kann. Genau. Und das hat man damit ganz klug einfach vermieden. Und ja, die zweite Frage. Also der Frageersteller spielt ja darauf an, dass wir eine Südsee-Erweiterung bekommen werden. Ist natürlich möglich, da haben wir auch schon drüber spekuliert, Kultiras und so weiter. Wie stellt ihr euch das vor? Ist das alles nur Palmen, Meer und Strand, oder glaubt ihr, da könnte auch ein ganz krasser Gegensatz irgendwie kommen? Ja, Unterwassergebiet, vielleicht wie Vashir wieder? Nee, das hoffe ich hingegen nicht. Was ich hingegen ganz cool finde, so also so die Struktur, der Aufbau, Booty Bay, der Hafen, keine Ahnung, finde ich ganz cool. So Kesan-mäßig. Ja, im weitesten Sinne. Aber es ist schon so, im Prinzip passt das ja ins Setting der Südsee, ohne jetzt groß
rauszufallen, sage ich mal. Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, irgendwie ein Hafen und dann halt, da wird ja Booty Bay, Beutebucht im Deutschen ja passen, ne? Auch mit den Schiffen, mit der Insel davor und ich glaube, da ist auch irgendeine Statue drauf, so kleine Gimmicks in Anführungszeichen. Ja, ich finde, das Schlingdorntal ist auf jeden Fall schon ein gutes Beispiel, wie Südsee aussehen könnte. Natürlich Dschungel mit neuerer vielleicht Technologie auch. Ja, ja, reden. Klar. Also so der Tanan-Dschungel auf ein bisschen heller mit Stränden und warmer Atmosphäre getrimmt. Das könnte halt schon echt was werden, was mich persönlich sehr freuen würde. Einfach mal wieder so im Gegensatz zu Argus und der verheerten Küste, was ja irgendwie immer nur grau in grau ist. Ja. Gut, Megarema abgesehen, aber ne, das Grundsetting ist halt immer alles zerstört. So und das düstere, und kaputte, dämonenhafte genau. Reicht einfach jetzt mal. Den einzigen Kontrast, den ich mir bei so einer möglichen Erweiterung dann vorstellen könnte, wären halt wirklich Gebiete, die von der Leere verdorben sind. Also, ne, die lila Gebiete, du hast ja auch in Mekare auf Argus gequestet, wo man dann ja auch mit den ganzen leeren Viechern zu tun hat, wo ja alles dieser, wie kann man das nennen, dieser lila Schleim will ich nicht sagen, aber diese Pfützen überall rumliegen und diese Flächen, die man nicht betreten darf, dass halt Gebiete dadurch einfach, ja, verdorben sind. Aber ihre Grundstruktur trotzdem beibehalten, was eben anders ist als bei der brennenden Legion. Aber ich denke mal, wenn wir ein Südsee-Addon bekommen, wird es halt schon zu 90% wahrscheinlich erstmal auf, in Anführungszeichen, sag ich mal, schön getrimmt sein und nicht gleich wieder mit irgendwie hässlichen, zerklüfteten Gebieten anfangen. Chin. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der überlässt das immer gern Blizzard, weil Blizzard macht es eh deutlich besser, als ich es mir vorstellen kann. Dafür habe ich zu wenig Fantasie. Ich warte einfach ab und genieße dann das, was Blizzard mir vorsetzt, quasi. Es wird gegessen, auf den Tisch kommen. Ja, man muss, wenn man jetzt mal die verheerten Inseln betrachtet, wir haben ein Setting, nämlich eine Insel, aber die Vegetation in den verschiedenen Gebieten ist halt schon sehr unterschiedlich. Also von Asuna, wo ja alles sehr hügelig, aber mit wenig Bäumen, also wenig Bewaldung ist. Dann haben wir Val'Jarrah, was halt der Traum eines jeden Druiden im Prinzip ist, was sehr an den smaragdgrünen Traum halt irgendwie auch erinnert. Wir haben den Hochberg mit den wirklich hohen Bergen, der dann ja in die Sturmgipfel, nein, Sturmheim, ne? Ich verwechsel die immer. Sturmheim dann übergeht, wo wir dann auch noch Hügel haben, aber was ja dieses Wikinger-Setting beinhaltet, also die Vrykul. Und Blizzard schafft es halt, jedes Gebiet anders zu gestalten, aber die Übergänge halt sehr fließend eben zu haben, sodass man nicht irgendwie das Gefühl hat, jetzt von jetzt auf gleich ändert sich alles um 180 Grad so ungefähr. Also das ist halt eben eine Sache. Und wenn wir eine Südsee-Erweiterung hätten, wo wir vielleicht zwischen verschiedenen Inseln hin und her tuckern, dann ist es halt super einfach für die Entwickler, sowas auch noch zu machen, weil du dann einfach sagen kannst, okay, die Insel ist ein bisschen nördlicher, hier haben wir Tannen stehen oder so, ne, und die Insel ist südlicher, da haben wir das reinste Tropenparadies. Und so ein Setting spielt den Entwicklern halt unheimlich in die Hände, finde ich. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann kommen wir zur letzten Frage. Greni hat nämlich bei uns auf der Seite geschrieben, Moin MMOZone, ich habe eine Frage bezüglich Aleria Windläufer. In Patch 7.3 kommt sie, so viel ich weiß, in einem Szenario vor, in dem sie mit einem Raumwandler einige interessante Dialoge führt. So wie es da geschildert wird, ist sie die Schülerin dieses leeren Typen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass solche leeren Wandler oder Raumwandler oder wie die heißen, als neue Klasse in ein, zwei Add-ons ins Spiel kommen könnten und Aleria, wenn sie denn ausgelernt ist, unsere Lehrerin und Anführerin gegen die Leere sein könnte. Mir persönlich ist es eigentlich nicht so wichtig, dass eine neue Klasse ins Spiel kommt, aber wäre ja trotzdem eine interessante Sache und eine Diskussion wert. Was meint ihr? Danke schon mal fürs Beantworten der Frage. Fangen wir erst einmal mit dem ersten Teil an. Wir hatten es ja gerade schon mal, Xel, du hast ja auch Mekare durchgespielt mit Aleria oben und dort hast du ja auch mitbekommen, dass sie in Begleitung von diesem, wie hat das genannt, Raumwandler ist, diesen leeren Typen. Ja, genau. Genau, und im Szenario, da waren wir auch gemeinsam drin, dort testet sie dann am Ende auch ihre Fähigkeiten der Leere gegen Portale, also ist jetzt nichts wirklich Spannendes oder Spoilerndes, sondern es passiert echt nicht viel, das meiste des Kampfes machen sowieso wir als Spieler. Aber sie benutzt halt eben solche Fähigkeiten und man merkt, dass dieser eine Typ zumindest aus der Leere jetzt nicht wirklich böse ist, sondern ihr eben hilft. Ja, was haltet ihr denn von der Idee, eine Klasse in Zukunft zu haben, die im Setting der Leere zu Hause ist, sage ich mal, so wie der Dämonenjäger eben ja eine Verbindung zur brennenden Legion hat?
Also ich weiß, ich kenne den Mob gerade, habe ihn auch mehr oder weniger vor den Augen, aber ich kann mir da wirklich, weiß ich nicht, ich kann mir schlecht vorstellen. Fangen wir erstmal einfach an. Ja. Glaubt ihr, dass wir überhaupt noch eine weitere Klasse brauchen? Nein. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand selbst den Dämonenjäger schon zu viel. Und ja, bin immer aber noch das der hat Meinung, gepasst halt. Ja, er hat gepasst, aber ich bin immer noch auch stark der Meinung, dass er natürlich sehr in die Promotion von Blizzard reingespielt hat, ne? Natürlich. Früherer Zugang, das Setting passt, eine coole neue Klasse mit einer einzigartigen Fähigkeit, eine Heldenklasse natürlich auch noch, ne? Das muss man auch dazu sagen, nach etlichen Jahren wieder. Ne? Also das war halt schon, hat schon Blizzard sehr in die Karten gespielt, sag ich mal, so eine Klasse zu veröffentlichen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das jetzt mit jeder Erweiterung so machen werden, nur weil es eine gute Promotion ist. Also ich glaube nicht, auch wenn die Lehre im nächsten Addon höchstwahrscheinlich Thema ist, dass wir dort dann so eine Klasse bekommen werden und danach wäre es meiner Meinung nach zu spät, weil das Setting dann wahrscheinlich abgeschlossen ist. Ja, aber spekulierst du auf eine neue Klasse? Also ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Also wenn dann, wie gewohnt, ganz häufig, wie ja schon die Frage hatten, dann lieber neue Rassen. Ja, oder genau, oder Völker. Unterrassen, so, ne? Ja. Da also wären wir wieder beim Thema mehr grüne Orks, mehr was Pipapo. Optisches als Mechanisches. Ja, ne? Ja, ja. Weil ich meine, so klar, Dämonenjäger cool, coole Fähigkeiten. Bei manchen Bossen natürlich auch ganz gut dabei zu haben. Aber wenn man es jetzt runterbricht, gebraucht hätte man ihn nirgendwo, ne? Das stimmt. Aber es ist trotzdem, ich habe gestern auch die Logs geguckt, ist eine sehr beliebte Klasse. Also ja, natürlich. Es mit ist ja die beliebteste allem, sogar. Ist ja vor allem auch eine sehr coole Klasse. Und vor allem, jeder hat sich genauso wie beim Todesritter damals einen erstellt, ne? Ja. Also auch wenn ich ihn nicht mag, natürlich habe ich mir auch einen erstellt, ne? Der gammelt zwar irgendwie noch auf 102 rum und bleibt da wahrscheinlich auch erstmal, aber jeder hat sich einen erstellt, ne? Und die wenigsten werden dann irgendwie Mains und die allerwenigsten raiden dann natürlich auch irgendwie im hohen mythischen Content. Nee, das würde ich gar nicht sagen. Guck dir mal die Logs an. Also da sind mit Abstand vielleicht 20.000 Schurken und dann hatten wir gestern einfach mal 46.000, 47.000 Dämonenjäger auf dem Bracket, ja? Ja, also Item Level 930. So. Ja, ja, gut. Aber gut. So Rogues. Wenig Schurken echt nur? So ganz off-topic mal? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, also bei ihrer Utility und dem Schaden, okay. Ja, vielleicht waren es 30.000, aber Dämonenjäger war trotzdem mit Abstand die beliebteste Klasse. Ja, ja, ist mega beliebt und ich will gar nicht wissen, wie zum Beispiel ein Mönch dasteht oder so, ne? Ja. Also ein Mönch ist schon mit die unbeliebteste Klasse, muss man sagen, ne? Auch weil es einfach keine Heldenklasse war vielleicht. Ja, weiß nicht, ob es daran liegt. Ich denke einfach, der Spielstil gefällt halt manchen Leuten einfach nicht. Weshalb sie dann sagen, nö. Oder sie mögen keine Pandaren. Auch andere Klassen, andere Völker können ja. Ja, Klasse ich weiß, aber man assoziiert trotzdem irgendwo den Mönch mit den Pandaren. Natürlich, natürlich. Und ich glaube halt auch nicht, dass wir noch eine Klasse brauchen oder kriegen werden, weil es einfach nicht mehr so viel Sinn macht. Wobei noch eine Range-Klasse nicht schlecht wäre vielleicht. Weil Melee halt auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall noch eine Melee-Klasse. Ich meine, wenn wir jetzt zurück zur Frage kommen, eine Klasse, die thematisch an die Lehre ist, angesiedelt ist. Könnte Caster werden, ne? Könnte natürlich Caster werden. Auf der anderen Seite, wie soll sich das unterscheiden von den bestehenden Castern? Ja, eben, ne? Du hast ja zum Beispiel schon eine Lehrengestalt, ne? Du bist ja schon eine Art Verbindung auch damit eingegangen mit dieser Lore, mit dieser Thematik als Klasse. Also dementsprechend weiß ich nicht. Also klar, man kann immer einfach eine Klasse hinstellen und sagen, hier, okay, du hast, weiß ich nicht, ein Heal-Spec und zwei Range-DD-Specs oder sowas. Aber ob es das braucht, ne, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Und jede Klasse mehr ist auch jedes Mal mehr Balancing und jedes Mal mehr Arbeit für die Entwickler. Ja. Jedes Mal ein T-Set auch wiederum mehr, was sie designen müssen. Oder so Dinge wie dann zum Beispiel bei Zeitwanderungsraids dann auch, wo sie im Nachhinein betrachten müssen, oh, wir müssen denen auch da wieder irgendwas geben, damit sie nicht rumweinen, weil sie keine T-Sets bekommen. Ja, schon. Ne, also, ist schon viel Arbeit. Da sind neue Völker halt viel einfacher, ne? Setzt da halt rein. Die ganzen Sets müssen für die auch angepasst werden. Ja, aber das ist mehr oder weniger ja so eine einmalige Sache, ne?
Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das männliche Menschenmodell ist ja immer Basis. Und alle anderen sind dann ja im Prinzip immer nur von der Größe her angepasst, sag ich mal, ne? Auf die anderen Charaktermodelle. Aber gut, das ist zu sehr off-topic jetzt gerade auch, was wir hier machen. Halten wir fest. Wir glauben nicht, dass eine weitere Klasse kommt, thematisch zur Lehre. Wir sehen auch nicht unbedingt, dass wir noch eine weitere brauchen, oder? Nein. Nee, aber wie gesagt, also rein von der Idee her finde ich sie gut. Also, ja. Ja, natürlich, in der Theorie, ja. Gefällt mir besser als so ein dämlicher Bade. Sowas möchte ich bitte niemals im Spiel sehen, danke. Kann ich nicht brauchen, jemand, der neben mir, während ich hier fleißig mit Feuerbällen am um mich schmeißen bin, mit seiner Gitarre da steht und mir irgendwas vorklimpert. Nein, danke. Gut, dann war's das für diese Woche. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für eure Fragen. Wie immer neue Fragen unten in die Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss.